Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Immortal Phoenix Rising. Wir haben im letzten Part die letzte Lyra-Herausforderung, die letzten zwei Lyra-Herausforderungen fertig gemacht. Eine hier und eine hier. Und sind nochmal in den fünf Gebieten fertig. Und jetzt werden wir sich dann demnächst den Königsgipfel hier zuwenden. Aber vorher schauen wir mal, was hier mit der Hauptquest noch auf sich hat. Und wir reiten natürlich dahin, weil vielleicht finden wir unterwegs Wildschweine, die wir eh jagen müssen. Wäre sehr praktisch. Kommen wir da eh hin. Ja, wir hätten da lang sollen. It is what it is. Neues Pferd bitte, danke. Schon wieder voll. Wobei, wie schnell regenerieren die Ausdauer? Ah, okay. Extrem schnell, das wäre wahrscheinlich so oder so schon wieder voll gewesen. Vielen Dank für die Reise. Tür mit dem Schild. Ist das die hier? Ja. Gut. Er schon wieder. Der Priester von Apollon? Ach hey, du. Was machst du denn hier? Du weißt schon. Prophetis, Prophetas. Ja, seit der Prophezeiung habe ich so viel gelernt. Ich habe so viele Fragen. Oh Mann, alle haben Fragen. Bei dieser kleinen Göttin musste ich mir den Mund fusselig reden, damit sie mich in Ruhe lässt. Heldengestalt hier, Heldengestalt da. Athena? Du meinst den Pfad der Helden? Das war eine Prophezeiung? Naja, keine richtige. Nicht so ein abgefahrenes Zeug wie das, was bei dir passiert ist. Aber sie wollte einen Plan. Also, was ausgedacht. Ausgedacht? Aber wenn der Heldenpfad nur ausgedacht ist, wie soll ich denn dann an den Stab der Zeit herankommen? Oh, versuchst du das etwa wirklich? Es gibt gar keinen Stab der Zeit, oder? Aber ich war die Heldengestalt. Das sollte mein Schicksal sein. Vielleicht. Aber weißt du, manchmal passieren die Dinge aus einem Grund, den wir nicht verstehen. Verstehst du? Eine falsche Prophezeiung kann trotzdem dein echtes Schicksal sein. Wer weiß das schon? Ein Orakel? Ja, viel Erfolg, wenn du eins suchst. Na gut, ich gehe dann mal. Ja, man sieht sich. Bis dann. Meinst du? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Er ist auch Dauerhai. Tja, du dachtest, ich dachte, der Stab der Zeit sei echt reingelegt, Prometheus. Mhm. Du warst es, der getäuscht wurde. Wie kann das sein, wenn ich die Geschichte erzähle, in der die Täuschung aufgelöst wurde? Ich habe den Stab der Zeit benutzt, um die Geschichte so zu ändern, dass es ihn gar nicht gibt. Was hat Phoenix vor? Okay, wir haben ja einen längeren Weg vor uns. Vielleicht einen mit Wildschweinen. Wäre sehr praktisch. Wildschwein! Ihr fordert mich heraus? Nö. Versagt! Und ich tilge euch von dieser Welt! Ja.
Komm her, Bär. Das hat schon gereicht. Dann werfen wir dem mal den Stein hier im Kopf. Mist. Hey, du da! Gleich mal das Kreuz brochen. Ah, jetzt sind wir der Wildschwein-Quest nicht mehr. Aber wir haben 4 von 9 erledigt und da sind weitere. Komm, bam! Oh, der hat nicht so viel Schaden genommen. Was auch immer das jetzt war. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Bin über ihn drüber geküpft, keine Ahnung. Oh, wir sind hier. Ach, willkommen. Genau, gib deinem eigenen. Sehr. Wo sind meine Opfergaben? Athena, dir geht's gut. Wozu hast du ein Messer? Um dich zur Heldengestalt zu schlagen. Hast du denn nichts aus den Heldenrätseln gelernt? Alle Helden haben versagt, aber das hat sie stärker gemacht. Und zu dem Teil kommen wir jetzt. Du meinst den Teil, wo sie zu Geistern wurden? Die Prophezeiung sagt, dass meine Heldengestalt sein soll wie die alten Helden, um den Stab der Zeit zu offenbaren. Und die alten Helden wurden alle zu Geistern. Athena, halt! Das Orakel hat gelogen. Es hat dir eine falsche Prophezeiung gegeben. Die Prophezeiung ist wahr. Er sagte, mit dem Stab können wir... Also, wir werden groß und stark und könnten Typhon besiegen und die Zeit zurückdrehen. Wie denn, Athena? Wenn wir erst unter Typhons Bann stehen, sind wir seine Sklaven. Es gibt keinen Stab. Sie war doch schon unter seinem Bann gerade, oder nicht? Seit er mich verwandelt hat, weiß ich gar nichts mehr. Die Prophezeiung hat mir wenigstens etwas gegeben, woran ich glauben konnte. Der Stimmbruch. Wir müssen an dich glauben. Du bist die Göttin der Weisheit. Wer einen Plan oder eine Strategie braucht, wendet sich an dich. Ist das dein Weg, zu tun, was man dir sagt? Ich weiß nicht. Früher hat Zeus mir gesagt, was ich tun soll. Das stimmt. Wir sind das perfekte Team. Deshalb liebt sie mich so. Doch du bist seinem Rat nicht immer gefolgt. Du wusstest es besser. Diese Sterbliche.
Athena, gegen Typhon brauchen wir dein Urteilsvermögen. Keinen albernen Zauberstab, etwas Solides, wie diesen Tempel. Mein Tempel? Ja, ich könnte seine Macht benutzen, um meine Essenz zum Vorschein zu bringen. Aber dann müsste man ihn reinigen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Der Tempel ist wie du, großartig. Nur im Moment etwas reduziert. Mach dich nicht lustig! Mache ich nicht. Ich zeig dir, was ich meine. Als erstes müssen wir deinen Tempel wieder herrichten. Warum? Weil ich stur bin. So wie auch du es früher warst. Warte. Nimm meinen Segen. Den wollte ich dir eh geben, um dich zu einem besseren, Geist zu machen. Okay. Viel Glück, Phoenix. Wer braucht Glück? Die Weisheit ist auf unserer Seite. Vollbringe Heldentaten. Tag des Gerichts. Naja. Was kann der jetzt? Bogenschüsse können noch weiter aufgeladen werden. Hey! Ja. Wow! Wow! Also nicht so gewirkt, als ob die jetzt so großartig mehr Damage gemacht hätten, ehrlich gesagt. Was sollen wir hier reinigen? Was soll man jetzt diese ganzen Pfannen aufstellen oder wie? Ach, deswegen sollen das da erinnern machen. Die Eulenstatue ist Opfergabe von der Statue Athena da. Das war's schon. Sie, Athena. Das ist dein wahres Ich, zu dem du wieder werden musst. Aber ich lag nicht immer richtig. Und Zeus hat ständig versucht, sich einzumischen. Du warst selbstsicher. Du hast deinen eigenen Weg gewählt. Wenn man allen Plänen gegenüber offen ist, folgt man am Ende einem Wirrwarr von Ideen. Das stimmt! Ich hab's gehasst, wenn Zeus mir gesagt hat, was ich tun soll. Ich wusste es besser. Das hat mich zur Weißglut getrieben. Nein, was sagst du da, Athena? Das kann nicht sein.
Ich wollte doch nur helfen. Die Wahrheit tut weh. Aber es war schwierig. Ich musste so viel wissen und entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich diese Bürde wieder tragen kann. Diesmal stellen wir uns Typhon gemeinsam. Aber dafür musst du wieder ganz du selbst sein. Du hast recht. Ich muss wieder groß werden und ganz ich selbst. Und der nächste Segen. Das ging ja schnell, ne? Zuerst hat es lang dauert, erstmal einen kriegen. Mein letzter Segen. Dann lange nichts. Du hast ihn verdient. Und jetzt gleich zwei. Meiner Essenz ist freigelegt, aber es ist unheimlich da unten. Überlass das nur deiner Heldengestalt. Kannst du in der Halle der Götter auf mich warten? Na gut. Hoffentlich lacht mich Hermes nicht aus, weil ich so klein bin. Du bist nicht klein, Athena. Du bist weise und mächtig. Und bald wird Typhon bereuen, dass er sich mit dir angelegt hat. Ja, genau. Wir tun uns zusammen und hauen ihm ins Gesicht. Ist das ein guter Plan? Klingt fantastisch. Und wenn Hermes dich ärgert, tritt ihm einfach gegen Schienbein. Da kommst du gut ran. Das waren immer nur Vorschläge. Empfand Athena das auch so? Sie ist gerade nicht sie selbst. Sie ist sehr emotional. Dann solltest du vielleicht einmal den Mund halten und deiner Tochter zuhören. Bitte, Prometheus, sag, dass du das erfunden hast. Es ist die Wahrheit, Zeus. Ich bin ihr Papa. Das mag sein, aber das gibt dir noch nicht das Recht, ihr zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Vor allem nicht, wenn sie besser Bescheid weiß als du. Okay, na dann. Dann mal los. Schauen wir mal, vielleicht wieder eine andere Rüstung mal nehmen. Ah, oh, was für eine. Haben wir da? Zyklopenrüstung. Ach ja, es ist das hier. Ja, vielleicht auch eine neue Waffe. Ich finde die Axt irgendwie komisch im Aussehen. Und da fehlt noch ganz schön was. Vielleicht das hier. Come on, go! Part ist gleich zu Ende. Das heißt, im nächsten. Bis zum nächsten Part sollten wir das alles eigentlich fertig kriegen. Hoffe ich. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Okay, ist vielleicht auch ein bisschen größer hier. Uff. Und wir werden wohl all unsere Weisheit brauchen. Ne? Ach ja, und wir müssen noch schauen, was wir jetzt für einen Segen bekommen haben. Athenas Schuss trifft bis zu 3 Gegner mit Blitzen. Okay. Ja, hä, was? Ach so, Schlag, weil Blitzschlag.
Okay, ja, passt. Cool, cool. Alright, alright. Verbundene Objekte, Gegenstände verschiedener Gewichtsklassen zu tragen. Oh, okay. So sind die verbunden.